Wir stehen hier vor einer wunderbaren Malerei aus der Zeit um 1500, aus dem Umkreis von Joos van Kleve, der tatsächlich hier in der Nähe von Kleve geboren wurde, dann nach Antwerpen ging. Das war das damalige Zentrum der flämischen Malerei in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und in diesem Umfeld ist das Bild des heiligen Hieronymus entstanden. Ein berühmtes Sujet, was natürlich viele Künstler bearbeitet haben, unter anderem auch Albrecht Dürer, auf den dieses Bild hier Bezug nimmt. Wir sehen den heiligen Hieronymus, heute natürlich bekannt als einer der vier lateinischen Kirchenväter, wie er in seiner Klause sitzt und quasi über die Vergänglichkeit des irdischen Daseins nachsinnt. Er hat verschiedene Attribute, um das deutlich zu machen, sogenannte Vanitas-Symbole. Er zeigt auf einen Totenschädel, das ist natürlich der Schädel Adams, sozusagen des irdischen Sterblichen. Daneben steht eine Kerze, deren Licht erloschen ist. Aber hinter dem heiligen Hieronymus sehen wir einen Rosenkranz, der schon darauf hindeutet, dass in seinem Verständnis natürlich das Leben weitergeht, wenn man im christlichen Glauben beheimatet ist. Wir sehen dort ebenso eine Uhr, die das Vergehen der Zeit anzeigt. Und wir sehen ein auffälliges Schild in lateinischen Buchstaben, wo sinngemäß draufsteht: Bedenke bei allem das Ende, dann bist du frei von Sünde. Das ist quasi die Grundbotschaft des christlichen Kontextes. Aber wir, selbst wenn wir heute nicht mehr konfessionell gebunden sind, lesen das Bild natürlich als allgemeine Metapher auf die Vergänglichkeit des irdischen Daseins und vor allem auf das damit verbundene Nachdenken darüber, was der Sinn des eigenen Lebens ist und wie man sich sozusagen in das, was heute alles passiert, sinnvoll einfügen kann, um dem Ganzen vielleicht etwas Positives hinzuzufügen und nicht als großer Zerstörer des Geschaffenen dazustehen.